Hallo liebe Freunde, hallo liebe Patienten. PMS ist eine sehr unbekannte Krankheit, die viele junge Paare haben und stark darunter leiden, denn es entsteht der unerfüllte Kinderwunsch daraus. Wenn ein junges Paar versucht, ein Baby zu zeugen und es Wochen oder Monate lang nicht schaffen, kommen Selbstzweifel und großer Druck auf. Und viele Ärzte kennen PMS gar nicht, weil es bei der Pharmaindustrie gar nicht gelernt wird. PMS ist eigentlich in 8 bis 12 Wochen bei 90% aller Paare zu heilen, also relativ leicht und sicher. Und zwar ist PMS chronischer Mangel an Vitaminen, an Mineralstoffen und ein chronischer Mangel an Omega-Fettsäuren, also auch vielen Mikronährstoffen. Und ich gehe auch davon aus, dass die vielen Gifte, die wir mittlerweile in den Lebensmitteln haben, auch eine ziemlich große Rolle spielen. Also wie immer könnt ihr alles auf meinem Ganzheitlichkeitsprinzip.com 100% lesen, und da sind alle Informationen, die man braucht. Vieles könnt ihr auch selbst euch erlesen und zu Hause anwenden, und ja, häufig braucht ihr nur einen kleinen Schubs von mir und dann klappt das meistens. Ja, liked, abonniert alle meine Kanäle, wie immer, sage ich immer, weil morgen kommt wieder das nächste Video, verpasst es deswegen nicht, könnt ihr da nicht. Und ja, achso, die liebe Hildegard von Bingen, ich weiß jetzt nicht, die ist auch eine sehr bekannte, ein sehr bekannter Mensch, die ist schon lange Zeit her, aber die Naturheilkunde richtig mit Leidenschaft betrieben und gelebt hat und ja, viele, viele naturheilkundliche Methoden bauen auf der lieben Hildegard. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dahin, euer leidenschaftlicher Naturheilkundler Arndt. Ciao.